Sehr geehrte Wargamer, Hardcore-Strategen und solche, die es vielleicht noch werden wollen, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Campaign Series Vietnam hier im Iadrang Valley. Und wir haben das letzte Mal den Zug gemacht, aber noch nicht den Zug beendet. Ich bin mir jetzt noch nicht sicher, ob ich das wirklich tun sollte. Ja, machen wir. Und jetzt können die Nordvietnamesen wieder in Aktion treten. Ich bin gespannt, ob sie schon irgendwas tut. Vielleicht eröffnet es Feuer auf meine Helikopter. Schauen wir mal. Ich rechne aber tatsächlich noch nicht so wirklich damit. Ja, wir haben jetzt Lieutenant Colonel Hal Moore schon in der Landezone. Ganz wichtig bei der Spielmechanik, diese Anführer sind neu dazugekommen in der Campaign Series Legion. Und die geben natürlich gewisse Boni, steigern die Kampfmoral, Versorgung und dergleichen mehr. Also für Kämpfe schon sehr, sehr wichtig. Allerdings funktionieren die nur, wenn die zusammen auf ihrem eigentlichen Hauptquartier sitzen. Also ihr müsst euch vorstellen, es ist wahrscheinlich quasi der Anführer plus sein engster Stab, also Funker, Bataillonssergeant und dergleichen mehr. Aber er braucht natürlich auch noch sein direktes Hauptquartier und das müssen wir auch erst einfliegen. Erst wenn diese beiden Counter quasi aufeinander sitzen, zählen die als wirklich effektiv zusammenarbeitend. So, jetzt müssen wir mal schauen, jetzt habe ich die Landezone verloren. Wo ist sie? Ah, hier unten, LZ X-Ray. Und dann werden wir jetzt mal die UIs landen. Ground, dann Steuerung L ausladen und dann haben wir hier das zweite Platoon. Schauen wir mal, ob wir mit denen gehen können. Na? Ich müsste doch jetzt eigentlich ein... Achso, der U ist noch ausgewählt. Gut, und dann können wir die Hubschrauber auch schon wieder starten lassen. Schauen wir mal, wie weit wir jetzt hier rauskommen. Und dann geht's weiter. Hier sind keine mehr drin, da war der Colonel drin. Den können wir auch aufsteigen lassen. In die hohe Flugzone. Wie weit kann denn der fliegen? Ah, der kommt deutlich weiter. Ich werde ihn auch jetzt weiter verlegen. Bei dem ist deswegen so, es sind nur zwei Helikopter und es ist ein kleineres Team ausgestiegen, deswegen haben die noch mehr Action Points übrig. Dann werden wir den jetzt mal zurückfliegen. Und hier den Hubschrauber werden wir jetzt auch landen lassen. Near to Earth, Grounding. Einmal aussteigen und die Infanterie. Schauen wir uns mal die Siegpunkte an. Ich werde jetzt am Anfang noch nicht auf alle Siegpunkte gehen, weil es mir jetzt erstmal wichtig ist, den Zugang. Und wir können jetzt hier nochmal schauen. Wir haben hier das Chupong-Massiv. Irgendwo in diesem Chupong-Massiv wird ja mindestens zwei Regimente der Nordvietnamesen vermutet. Das heißt, wir werden uns jetzt auf alle Fälle erstmal Richtung Westen absichern. Machen wir mal die Objectives mal weg und ziehen die Infanterie hier rüber. Ja. Und dann können wir die Hubschrauber auch gleich wieder aufsteigen lassen. Ja, mit denen kommen wir noch weniger weit. Was wir jetzt natürlich auch machen müssen, ist hier mit unseren Aufklärern. Ich gehe jetzt nicht auf Near to Earth, das ist mir zu gefährlich. Wir werden jetzt hier nochmal das Gebiet überfliegen. Ah, okay. Auf dem Hügel 542 sitzt irgendwas. Flugabwehrgeschütze, die Entfernungen sind, also ein Hexfeld sind 250 Meter, sind wir bei 500, ja, ist weit weg, 1,5 Kilometer weg. Da müssen wir jetzt also nicht irgendwie tätig werden. Hier mit unseren Gunships. Die möchte ich dafür einsetzen. Ja, den Colonel, den lassen wir da. Gut. Und die Gunships sollen jetzt hier tatsächlich... Ah, die kann man schon mal eine Stufe runterholen in die niedrige Flugebene. Dann sind wir damit durch. Die Helikopter sind unterwegs. Der ebenfalls... Das müsste dann auch schon wieder für diese Runde gewesen sein. Ich schaue jetzt nur, dass wir nächste Runde möglichst alle Einheiten schon auf dem Flugfeld haben. Wir haben ein weiteres Platoon hier, das ist gut.
Bataillonshauptquartier habe ich jetzt hier noch. Bravo Company. Ja, da müssen wir schauen. Also die Bravo Company wird auf 4 Helikopter aufgeladen. Vielleicht kriege ich sogar die Mörser noch mit rein. Können wir mal ausprobieren. Jetzt müssen wir mal schauen, was das hier für ein Bataillonshauptquartier ist. Ach, das ist das Bataillon vom Bataillonshauptquartier vom ersten. Das heißt, das hier unten ist ein anderes. Was ist das? Das ist Light Aviation Battalion. Okay. Na Gott sei Dank. Dann können wir die noch runterziehen. Vielleicht die Mörser. Nee. Gut. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Artillerieeinsatz brauchen wir derzeit noch nicht. Wir haben noch keinen Feind aufgeklärt. Das sparen wir uns. Und dann beenden wir die Runde. Next turn. Ich bin auch gespannt. Also die Campaign Series hat ja eine neue KI bekommen, nennt sich sogenannte Adaptive KI. Ich kann es natürlich relativ schlecht überprüfen, inwieweit die sich vor allem zum vorigen Versionen verändert hat, zu vorigen Teilen des Spiels, da ich die nicht gespielt habe. Laut Entwickler reagiert sie wesentlich dynamischer auf Ereignisse auf dem Gefechtsfeld und hat die eine oder andere Überraschung parat. Viel mehr kann man natürlich über KI nicht sagen. In die Internas reinschauen lassen geht schlecht. Ich bin gespannt. Ich habe auch schon einiges gelesen im Forum, dass viele Leute tatsächlich ja recht begeistert davon sind, dass sich auf dem Feld einiges getan hat. Dementsprechend gehe ich schon davon aus, dass wir heute eventuell die ein oder andere Überraschung noch überleben werden. Jetzt bringen wir erstmal unsere Helikopter wieder zurück. Ja, fangen wir erstmal an mit dem, der hier ist. Wie weit kann der fliegen? Ordentlich weit. Der ist beladen mit 2. Gehen wir mal einen runter und landen. Und dann versuchen wir mal, wen wir hier einladen können. Also die Hauptquartier der Bravo Company. Und jetzt bin ich gespannt, ob ich die Mörser hier auch noch mit reinbekomme. Nee. Oh nein, hat er jetzt die Mörser eingeladen? Das bedeutet, ich kann die aus dem Hubschrauber auch gar nicht mehr ausladen. Ja, dann bringen wir halt die Mörser. Dann bringen wir halt die Mörser rüber. Auch nicht so verkehrt. Die werden wir jetzt aber nicht starten lassen. Wir haben noch Treibstoff für 5 Runden. In der nächsten Runde ist dann der Treibstoff aber auch wieder aufgeladen. Schauen wir mal da rein, was da drin ist. Jetzt sind die Mörser da drin. Ja gut, Mörser sind auch nicht verkehrt. Dann bringen wir mal den weiteren Helikopter erstmal in die Reichweite des Flugfeldes. Dann schauen wir mal, ob wir da auch landen können. Wahrscheinlich noch nicht. Niedrige Flugzone. Ne, landen können wir nicht mehr. Kann ich mit dem landen? Ebenfalls nicht. Passt. Gut, und dann schauen wir rüber zu unserer Landezone. Können hier auch sehen, wir haben hier schon auch eine Erhöhung. Schauen wir uns mal an. Das sind die Höhen. Höhe 1 ist hier unten, Höhe 2 hier oben. Ich würde mal fast sagen, dass wir uns das Feld wäre ganz gut, um abzusichern gegen Angriffe aus dem Bergmassiv und hier drüben ebenfalls. Wir werden jetzt hier das Platoon hier runter bewegen. Und das Platoon mal Richtung nächstes Objective. Und dann schauen wir mal, was wir hier mit unserem Aufklärer... Ah ja. Eine feindliche schwere Maschinengewehrstellung. Wahrscheinlich ist das eine Dischka, oder? Kann man da was sehen? Ja, noch nicht aufgeklärt. Gut, also man sieht schon im...
Gott sei Dank nichts passiert. Aber wir sehen schon hier Richtung Bergmassiv wird es deutlich unangenehmer. Wir werden jetzt hier mal mit dem Helikopter. Mal eine Runde drauf feuern. Ja, und den denke ich, lass mal hier. Dann haben wir auch schon wieder die nächste Runde. Jetzt muss ich hier nachschauen, dass wir hier keinen Fehler machen. Ne, mit den Hubschraubern kann ich nicht landen. Mit dem ebenfalls nicht. Ne, damit müsste alles passen. Artillerie verschwende ich jetzt noch nicht auf diese beiden Stellungen. Die sind ja noch nicht in meiner Nähe und uns geht es jetzt erstmal darum, ich zeige nochmal die Objectives, sind eingeschaltet, hier diese Landezone zu sichern. Das gilt es am ersten Tag zu erreichen. Schauen wir uns den nächsten Zug der Nordvietnamesen an. In der Zeit kann ich auch mal ganz kurz ein klassisches Getränk aus dieser Zeit trinken, einen guten alten Spezi. Und in der nächsten Runde werden wir mal unsere Aufklärungsfunktion, die ist auch mit neu dazugekommen, mal ausprobieren. Erfahrungsgemäß habe ich schon ein paar Spiele auch gespielt. Klären die trotzdem natürlich nicht so viel auf. Die Aufklärungsfunktion bei Hubschraubern, beziehungsweise generell auch bei Aufklärungseinheiten, funktioniert so, dass die sämtliche Hexfelder, die sie einsehen können, quasi nochmal genauer unter Beobachtung nehmen und eventuell dann Feind finden. Bisher kann man sich aber gut vorstellen, im Dschungel, wenn der Feind da liegt und sich nicht rührt, dann wird auch nicht viel passieren. Units released und wir haben ein Hauptquartier, das keinen Nachschub hat. Wir schauen jetzt zuerst mal, dass wir unsere Hubschrauber wieder auf den Weg bringen. Hier unser Hubschrauber mit dem versehentlich eingeladenen Mörsern. Gut, Leben in der Lage. Höhe hoch. Und dann schauen wir mal, wie weit wir da fliegen können. Das war es auch schon. Und dann hoffentlich machen wir hier keinen Fehler. 4 UIs. Da laden wir jetzt ein. Das fehlende Platoon hier noch. Ach, der muss noch landen. Moment. Jetzt ist er gelandet. Jetzt kann ich die Einheit einladen. Aber ich darf ihn noch nicht steigen lassen, denn sonst... Genau, geht 3 für 3 Runden. Den Fehler, der passiert mir hoffentlich nicht in dieser Runde. Den lassen wir dann noch stehen. Jetzt schauen wir mal, ob wir den UI hier landen können. Ja, grounded. Wen laden wir da ein? Ah, interessant, wir haben jetzt 3 Platoons haben wir schon mit drin. Das ist der Hubschrauber für 4. Der 4er Hubschrauber, der hat natürlich noch massig Platz. Kann ich hier noch eine andere Infanterieeinheit rausziehen? Schon mal die A-Kompanie mit reinbringen. Bataillonshauptquartier, was ist jetzt wichtiger? Mannstärke ranbringen. Mannstärke ranbringen. Ich versuche jetzt nochmal tatsächlich hier das Bataillonshauptquartier einzuladen. Und vielleicht, es müsste ja eigentlich noch Platz sein für eine weitere Einheit. Geht nicht. Vielleicht können wir sie in der nächsten Runde einladen. Kleines bisschen ärgerlich. Okay. Unser Gunship lassen wir auch noch da. Dann schauen wir rüber zur Landezone. So, das zeige ich jetzt mal. Wir haben hier Visible Hexes. Wenn ich jetzt die Recon-Funktion drücke, dann versucht er in diesen Feldern aufzuklären. Können wir eigentlich mal machen. Ich bewege mich mal. Ah ja, wir können nochmal Feindfeuer. Und jetzt muss ich schauen, wo die Recon-Funktion ist. Die habe ich nämlich, das Tastenkürzel habe ich noch nicht kennengelernt. Flare, Digging, Close Air, Airstrike. Display Range, na? So viele Befehle hier. Die müssen wir so suchen.
Ah, hier ist es. Recon Reveal. Ach, das war mein Gunship. Bin ich bescheuert. Hier können wir Recon Reveal machen. Das geht natürlich nur mit... Kostet die Hälfte der Bewegungspunkte und hat momentan... Oder Aktionspunkte hat momentan jetzt aber auch nicht viel gebracht. Für 5 Runden können wir hier noch aufklären. Und mit dem Helikopter werden wir die Stellung hier noch angreifen. Natürlich können wir da auch relativ schlecht sehen, was wir für Effekte haben. Und ich würde jetzt mal fast vorschlagen, wir werden es jetzt hier... Ist das ein Objective eigentlich? Ist kein Objective, aber ich werde jetzt hier der Einheit mal den Befehl erteilen, sich einzugraben. Bin ich mal gespannt, ob das dann auch gelingt. So, die graben sich jetzt ein. Mein Plan ist, dass ich an der Stelle dann später mein Bataillonshauptquartier habe, dass die dann vielleicht auch schon mal, ja, zumindest kleine Gräben haben oder ausgehobene Stellungen. Das würde auf alle Fälle schon mal helfen. Frage ist, ob wir uns jetzt hier noch weiter aus der LZ X-Ray rausbewegen oder nicht. Ich würde fast sagen, ja, wir bewegen uns jetzt mal hier auf. Unser Auftrag lautet ja, hier dieses Gebiet einzunehmen. Aber wir können sehen, dass wir hier eine Sichtlinie haben hier rüber. Aber sind die Sichtverhältnisse doch ganz interessant auch zu sehen. Und unseren Colonel, den werden wir jetzt hier auch mal runter zu dem Platoon bringen. Das müsste es auch schon wieder für diese Runde gewesen sein. Ich bin nicht ganz so zufrieden, wie ich meine Hubschrauber belade. Aber das ist sicherlich eine Sache, die man einfach im, ja, mit der zunehmenden Erfahrung dann auch kennenlernt. Beenden wir die Runde. Advance to next turn. Achso, muss ich klicken. Wie gesagt, so das ein oder andere Problemchen, was ich mit dem Spiel habe, wird im nächsten Patch behoben werden. Der wird sich, der Patch 1.10 wird in den nächsten 3-4 Wochen laut Entwickler veröffentlicht. Und dann schließe ich auch vielleicht noch eher meinen Frieden, denn ich würde schon ganz gerne auch ein größeres Szenario noch machen mit dem Spiel. Unser zweites Platoon kommt jetzt hier in Angriff. Wird angegriffen. Von einer leichten Infanterieeinheit. Ich denke mal, dass wir wahrscheinlich die Position jetzt auch erstmal halten werden. So. Und wieder im Verborgenen die nordvietnamesische Armee. Was ist hier quasi gerade mit meinem Platoon passiert, ist was Ähnliches, was auch in der Realität passiert ist. Ein Platoon wurde nämlich vom Feind abgeschnitten. For losing or never capturing more than 3 objectives, the US forces lose 1 morale. Also ich darf nicht mehr als 3 Objectives auf einmal verlieren oder verlieren, sonst habe ich einen Moralverlust. Wir können ja auch übrigens sehen, hier an den Werten in den Countern, links oben im Eck ist die Stärke, rechts oben im Eck ist die Moral, unten links ist Angriff, unten rechts sind die Verteidigungswerte. Na, dann werden wir jetzt die mal hier unter Feuer nehmen. Und ich klicke jetzt hier unten noch auf den Button. Wo ist er? Save AP. Ah, die feuern natürlich zurück. Fire Limits. Wir schauen mal hier in Combat rein. Samson! Save AP for firing, also Save Action Points fürs Feuern. Das heißt, ich habe jetzt quasi eine Sperre gesetzt und der wird jetzt nicht öfters feuern. Ich möchte mir nämlich noch eine Runde feuern übrig behalten für Opportunity Fire. Opportunity Fire bedeutet, wenn der Gegner einen Zug macht, also wenn die gegnerische Runde der Zug gemacht wird, dann können meine Einheiten trotzdem noch feuern, je nachdem, was ich auch für Regeln dort festsetze. Ich kann es mal zeigen, man kann hier schon relativ genau festlegen, ab welcher Entfernung wird auf gepanzerte Ziele geschossen, ab wann auf Luftabwehrgeschütze, ab wann auf Infanterieeinheiten. Da kann man auf alle Fälle schon mal einiges an Feintuning betreiben. So, das heißt, wir sind jetzt hier auch fertig. Helikopter muss ich aufpassen, dass die rechtzeitig zurückkommen. Hier ist unser Raven.
Wir werden ihn jetzt mal hier fliegen lassen. Schauen wir mal, welche Felder sichtbar sind und werden jetzt hier auch nochmal die Aufklärung machen. Hat nichts gebracht, wundert mich jetzt auch nicht. Und dann werden wir jetzt hier unsere Gunships mal auf das Ziel schießen lassen. Na, jetzt. Gut. Würde ich sagen, das war's. Dann weiter mit den Helikoptern. Ich versuche jetzt nochmal mein Glück, ob ich hier nicht in den Helikopter noch was einladen kann. Nee. Gut, weil dann müssen wir sie steigen lassen. Die steuern wir jetzt beide. Machen wir jetzt erstmal ein, dass wir die ein bisschen aufteilen hier, dass ich da ein bisschen besseren Überblick habe. Und hier unser Huey, wer ist da an Bord? Das müsste... Habe ich genug Treibstoff? Ja. Das sind unsere Mörser. Weil letztendlich vielleicht gar nicht schlecht, dass ich die Mörser damit reinbringe. Aktionspunkte haben wir nicht mehr viele. Wir können uns aber schon mal der Landezone nähern. Und das war's. Wie sieht's denn eigentlich aus? Haben die sich eingegraben mittlerweile? Nee, die sind noch dabei. Noch keinen Erfolg gehabt. Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist um die 20% bloß, dass die sich erfolgreich eingraben. Ich werde jetzt den Befehl nochmal erteilen. Da bin ich mir nicht sicher, ob das... Ah, doch. Den muss ich also nicht nochmal klicken. Der passiert von alleine. Das Hauptquartier an sich, glaube ich, kann sich nicht eingraben. Ne, das müssen die anderen erledigen. Gut. Dann denke ich mal, Artillerie brauchen wir jetzt noch keine verschwenden. Luftschläge auch nicht. Wir haben jetzt noch keinen allzu großen Feinkontakt. Hubschrauber sind unterwegs. Ah, das Gunship nehmen wir noch mit. Genau, die Gunships nehmen wir mit und dann beenden wir auch diese Runde. Und ich denke mal, für diese Folge werden wir noch uns einen Zug anschauen. Dann gehe ich davon aus, dass es dann langsam intensiv wird. Kein Effekt, weder auf uns noch auf den Gegner. Jetzt bin ich gespannt, ob wir auch noch Opportunity Fire haben. Wie man auch schön sehen kann, natürlich ist die feindliche Einheit, sie ist zwar da, aber wir haben keine genauen Informationen darüber. Hier kennt natürlich die Fragezeichen, es dauert, muss man natürlich etwas länger im Kontakt auch mit der feindlichen Einheit stehen, um hier bessere Aufklärung zu haben. Zwei Platoons sind jetzt erst in der Landezone. Ja, zwei Einheiten sind mit wenig... Haben kaum noch Treibstoff. Auch hier kleine Ergänzung. Man kann die Einheit jetzt gerade nicht anklicken und schauen, wo sie sind. Das wird mit dem nächsten Patch ebenfalls behoben. Dann kann ich hier einfach draufklicken und sehen, welche dieser beiden Einheiten jetzt eigentlich gemeint ist. Wir wissen es natürlich, ist jetzt nicht allzu schwer. Unsere Einheiten hier drüben haben ein wenig Treibstoff, drei Runden bloß noch. Ich würde sagen, wir werden hier nochmal einen Schuss abgeben. Effekt wird sich da nicht erzielen lassen und dann... Na? Oh, hat aber lange gedauert, bis er das quasi ausgewürfelt hatte. Und dann bewegen wir uns wieder Richtung Firebase Falcon. Und dann müssen wir nämlich zurück. Wir können hier nochmal versuchen, einmal aufzuklären. Nichts entdeckt. Dann. Immer noch beschossen aus den Bergen. Ebenfalls nochmal. Keine Verluste. Begeben uns auch schon wieder zurück
Und dann haben wir natürlich die beiden Helikopter hier. Etwas schlecht zu sehen, aber man, es geht. Kann man sich dran gewöhnen, bin ich auch gewillt, das zu tun. Gut, jetzt bringen wir erstmal den Helikopter. Einmal gelandet. Ausladen. Und da sind unsere Mörser. Ist die Frage, wo ich die Mörser hinstelle. Was haben denn die eigentlich für eine... für eine Reichweite? Ah, die können sich darunter gar nicht bewegen. Okay. Map. Ich will jetzt bloß die Reichweite einschalten. Concealment Modifiers, Morale Modifiers. Das ist bei Units. Naja, werde ich gleich noch finden. Gut, dann können wir die Hubschrauber starten lassen. Und sind auf dem Weg zurück. Jetzt hoffen wir mal, dass ich die hier landen lassen kann. Wahrscheinlich nicht. Nee, kommen wir nicht ran. Okay. Das heißt, ich kann jetzt aber hier hinten schon mal ein bisschen schauen. Ein Hubschrauber fehlt noch. Das sind unsere Gunships hier. Die bringen wir jetzt mal on station. Niedrige Flughöhe und dann werden wir jetzt hier die Infanterieeinheit beschießen. Ah, das klappt nicht mehr. Schauen wir erstmal noch die feindliche Einheit hier. Ah ja, und da ich jetzt hier quasi Save APs for Firing drin habe, kann ich auch nicht weiter schießen. Okay, gut. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Wir bringen jetzt hier noch... Das Gunship ist auf dem Rückflug. Das Gunship ist auf dem Rückflug. Und dann sollten wir jetzt mal hier schauen, dass wir in der Basis die richtigen Einheiten reinstellen. Einmal die Bravo-Kompanie ist korrekt. Und dann brauchen wir die Infanterie. Das ist die A-Kompanie wahrscheinlich. Third Platoon Able Company, genau. Schon mal in Stellung bringen. Dann haben wir hier das zweite Platoon von der Able Company. Ich möchte das jetzt hier nicht überladen. Wir bringen jetzt hier auch nochmal die Einheit hier mit runter. Damit sollte es klappen. Ja, dann würde ich sagen, ich bin überrascht, dass wir noch nicht mehr unter Druck gekommen sind hier in der Landezone. Kommt vielleicht noch in der nächsten Folge. Würde mich freuen, wenn ihr wieder mit reinschaut. Und bis dahin wünsche ich euch gute taktische, operative und natürlich auch strategische Entscheidungen auf all euren Schlachtfeldern. Macht's es gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, pfiat's euch, servus.